und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich versuche mich mal heute an dem Spiel The Silent Age. Ich bin mal gespannt, worum es hier geht, was mich erwartet und klicke einfach mal zum Starten. So, ich habe nur mal ganz kurz reingeschaut. Er malert. 1968. Er ist in der Armee. 1969. Was kommt jetzt? All you can eat Buffet. Er hat einen Job als Schildhalter. 1971. Kloputzer. Also der Mann hat schon einige Jobs hinter sich. Der eine schöner als der andere. Chat Dawn, the present. So. Ich bin wohl jetzt Hausmeister. Das ist schon mal eine Steigerung. Was haben wir hier? Hallo. 2000 pounds, maximum clearance level number 5, no exit from science labs 2 and prior. Okay, versuchen wir mal Knöpfchen zu drücken. It's a red access card reader, use flat cards instead of keys. This company is full of modern technology like that. Können wir in den Mülleimer gucken? Nein. Ich kenne das nur noch aus alten Adventures, dass man immer die Mülleimer durchsucht. There's a sticky note near the door. It says, Joe, Mr. Hill wants to see you. Frank. Okay, Mr. Hill. Zack. Wir haben hier ein Räumchen, eine Lampe. Die nehme ich gleich mal mit. So. No light, I should change the bulb. Mache ich doch glatt, habe ich gerade gefunden. Und es werde Licht. Die Fässer sehen sehr gut aus. These barrels were brought in here about a year ago. I don't mind them. I have plenty of space and they hardly smell at all. Das mit dem X drauf. Weiß ich nicht, ob ich das so in meiner Arbeitsumgebung haben wollte. Ah, it's the access card for the magnetic. Super, einen Fahrstuhl können wir schon mal benutzen. Nehmen noch diese grünen schicken Handschuhe mit, wofür auch immer man sie brauchen mag. Oh, er hat eine Award, okay. Okay, perfekt. Employee of the Month. So, war das hier jetzt grün? Ist das hier blau? It's a blue access card reader. Okay, dann benutzen wir doch mal unsere blue access card. Permission to enter bridge, sir? Yes. Let's go. Arken heißt die Firma. Und hier ist eine heiße, sehr klischeebehaftete Empfangsdame. Damals war es ja auch noch normal, dass man im Büros einfach geraucht hat. Schön. Mhm. Oh, there you are, sweetie. Mr. Hill's expecting you. Just walk right in. Okay, okay. What's the matter, sugar? Cat got your tongue? Just get your hiney in there. Okay, was will der Boss von mir? Und off we go.
Kopenhagen, Brüssel und Amsterdam. Das sieht ja gut aus. Eine schöne, gesunde Umsatzkurve. Und ein Bild von sich selber ist auch immer gut im Büro. Die Flagge, wow. Typisch Abi, was soll das? Ah, Jasper. It's Joe, sir. Ah, of course, Joseph. How long is it that you've been with this company, Joseph? About 2 years, sir. Ah, yes, then by now you must know that what we do here is very important. National security may be just a word to most people, Jasper, but for men like you and I, it means so much more. We see the people behind those words. We understand that it means the safety of every citizen in this country, not to mention the shareholders and the hard-working clerks and stakeholders at the government funding agencies. It also means a lot of pressure. A lot. And some men just buckle. Which brings me to the main point of my agenda. A position just opened up, and we're promoting you, Jasper. I'm... Sir? Don't think the company doesn't notice its hard-working employees. We reward achievement in this organization, young man. And you've just made yourself a gold star. This means that from now on, you will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. That's right. That means downstairs lab sanitation, drain assignments, the works. With all the clearance that entails, that's a lot of responsibility we're investing in you, Jasper. I thank you, sir. But what about Frank? I know you made a great team, but Frank decided to pursue a different career path this morning. We wish him all the best. Oh, and of course you understand that we won't be able to present you with a fancy title or a measurable pay raise. This is a modern company, you understand. We like to keep a flat organizational structure. Yeah, klar. So congratulations, Jasper. I bet you must be very excited to get back to work with all your new responsibilities. That's perfectly understandable. I won't keep you a minute longer. Here's your key card. Das ist aber auch so typisch. So verdammt typisch. Und was mit Frank passiert ist, ich glaube, nichts Gutes. Aschebecher. Ich habe übrigens bewusst die englische Version gewählt, weil ich mich immer ärgere über so deutsche Synchro oft. I'm sure you have a lot of important work to attend to in your new position, son. Ich möchte mal das rote Telefon. Give you access to Frank's former territorial turf in the basement. No. Yes, Mr. Hill, sir. Thank you, sir. Also, der ist wohl nah am Präsidenten dran, weil rotes Telefon bedeutet doch immer, der Präsident ruft an. Red Phone. Okay, ich kann nichts machen. Can usually tell success by the amount of phones people keep on the desk. I don't have a desk. Okay, alles klar. Ja, so kann man es auch machen. Oh, die Uhren sind so laut. So, Chica, jetzt kann ich auch endlich... Was ein tolles Bild, wow. Rot und gelb. Okay, fahren wir mal wieder runter und schauen uns mal an, ob wir jetzt in den anderen Fahrstuhl können. Aber auch schön mehr Verantwortung bekommen, dafür keine Gehaltserhöhung, ist doch geil. Ist das ein Kondom? The tinfoil hat. Ah, yeah, Seins Zeichen ist. Oh, Blut. Das ist Franks Blut. Looks like blood. Maybe someone cut themselves or a lab animal got loose or something. Either way, I'll be the one mopping up. Hey, das ist bestimmt der Frank. I don't remember hearing about any inspection of. Also, er hat nichts gehört und er wundert sich, warum jetzt die Deckenplatte offen ist. Ja, ist eine gute Frage. So, gehen wir mal ins Labor. Was macht Arkon? Ich drücke erstmal bald drauf rum. Ist natürlich immer das Beste. This data screen is bigger than my TV. Large processing unit.
Oh, ich finde das schön, einfach überall drauf. Oh, hier ist die Blutspur. This no case of nosebleeds, it looks serious. I've got to show this to someone. Genau, zeig's mal jemandem. Oh, cryogenics. Das ist sehr geil. Hat mich immer irgendwie wahnsinnig fasziniert. Das ist ja Kryotechnik mit SCH, dass man quasi Leute einfriert und später dann wieder auftaut. Not much of an engineer, but there seems to be something attached of two wires that they don't belong. Ich hab doch... Ah, warte mal, kann ich den Hut mitnehmen? Weil Aluminium leitet doch, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht? Ich dachte nur... Ich will's mitnehmen. Hallo, mitnehmen? Och, ich wollte doch gar nicht. Oh, ich wollte doch... Nee, nee. Okay, ich muss erst wieder raus, um dann wieder reinzugehen. So. Dabei wollte ich doch nur die Folie mitnehmen. Jo, komm. Also, Entschuldigung. Jo, komme ich hier eigentlich auch rein mit meiner Karte? It's locked, okay, ja. Mülleimer. Okay, I'm in a hurry. I can't imagine he would leave a mess like this. Ich denke, der Frankie ist noch hier. Oh, so einfach doch. Ja, gut. Something fell out of the code. Looks like a hand... Was? Handker. Chief. Handker. Ich weiß nicht, was es ist. Someone to blot. I need to get this to the management. Ja, die werden sich freuen. Expensive. It doesn't actually say expensive, but I think it's a fair guess. Caution, keep away from liquid. Okay. Passiert hier. Ach, da müssen zwei gleichzeitig drücken. For out. Which would be we have to turn the keys at the same time to open it. It's like something out of a secret action movie. just buttons. Ja, dann... Oh, ich kann auch rennen. Geil. Dann gehe ich mal zum Management. Mal gucken, was der Boss mir sagt. So. Was ist da geschehen? Was eigentlich mit den Räumen dazwischen, mit den Stockwerken, kann ich die auch besuchen? Diese Aluminiumkappe, das hat ja tatsächlich was angeblich zu tun mit Gedankenmanipulation. Also ich kenne es aus Filmen. So, ich geh jetzt mal rein einfach. Hey, Baby. Okay, dann rede ich mal mit Miss Gullett. Miss Gullett? Something's bad. The downstairs handkerchief has basement all over the blood. No, I mean... Good heavens, Sugar. That rag's got blood all over. Have you hurt yourself again? No, it's... We keep telling you boys to follow company safety policy. I send out memos almost every week. I honestly don't know why I bother sometimes. You may look like capable grown men in those boiler suits, but you're really just big boys, ain't you? Bist du für eine, ey? But I'm not the one who... No need to explain. Let me just take care of that for you. Now,
Let's see what Gloria has for What me. The fuck? Nice clean band-aid. Just go wash up and put that on. It'll be as good as new. But... Now run along, you little scamp. Was ist denn das für einer? Alter, ich klau dir deinen scheiß Nagellack. Ich hab ein Pflaster. Wow. Kann ich das... Ich habe eine voll dumme Idee, das wird wahrscheinlich... Ich probiere es erst nochmal mit ihr zu reden. Way to go, Joe. The labs and find out more about... Ah, ja. So, habe ich eigentlich hier noch was übersehen? Das ist nur das Regal an sich. Und das ist Coffee Table, okay. Ich werde rausfinden, was passiert ist. Dope basement labs. Schau, dass ich hier nicht rein kann. So. Ich habe gerade eine total dämliche Idee. Das wird nicht funktionieren, aber wer weiß. Ne? Ich muss ja alles probieren. Ich klebe das Pflaster nämlich jetzt auf den Knopf. Nett, das funktioniert. Was? Behindert ist das denn? Ich habe niemals damit gerechnet, dass es klappt. Oh mein Gott. Injured man, es ist nicht Frank. Wer ist es? Mister, are you alright? You're bleeding. Huh, that's a lot of blood. Stay right here, I'll go get help. No! Don't! Don't get anyone. Are you alone? I'm not sure what... I asked you a question. Are you alone? Yes, yes, I came down here by myself. Good enough. Listen, I'm shot mad. I don't have a lot of time, but I'm also not important. At least this version of me isn't. What's important is that you understand what I am about to tell you now. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention! You're standing on the brink of an extinction-level event, set in motion by greedy half-wits that will eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. I know this because I'm partially to blame. And though I realized our folly in time, less sane and more senior heads prevailed. I have arrived from 40 years into the future to prevent it from happening. Things are obviously vastly more complex than this, but for lack of time to explain this properly to an insufficiently primed recipient intellect, I am what you would probably perceive as a time traveler. Mister, you've obviously lost a lot of blood. Quiet! I have planned this out in every detail for the better part of my life. And I'll be damned if I will let it fail because of a single gun-toting, overachieving parking attendant who wasn't where he was supposed to be at this point in time. Thankfully, you look fleeceable enough to be coaxed into performing one simple task for me. I want you to find me and tell me about this event before I depart for the past. You'll need this. What is this? It is a portable interdimensional planar membrane chronosync instrument. It's a goddamn time machine, okay? For reasons you'll quickly come to realize.
The device runs on solar rechargeable batteries. Despite this, I want you to keep it hidden until you're out of town. Don't let anyone see you with it, especially in here. Mister, between the blood and all this space talk, you're making me quite dizzy. I'm not sure how I can help you other than by calling security and getting you to an ambulance. Just take the damn device and find me. You find me, you hear? Go. Go. Mister? Mister? Tot. Ja, geil. Zeitreise. Ich finde Zeitreise immer geil. I think he's dead. Oh God. Help! I don't... Help! I need help in here! Nein! Oh man, du Depto. Stay right there, sir. Listen, you gotta help me. There's a guy in there. There's a lot of blood. He needs help. I said, stay right there. But I work here. You know me. Keep your hands where I can see them. Palms flat against the wall. Spread your legs. The police are on their way. Chapter 2, The Future. Look, I don't want to be unreasonable here. All I want is some simple answers to some simple questions. Do you want this to become complicated, do you? Because we can do that, you know. Make things complicated. Is that what you want? Yo. No, sir. Yeah, didn't think so. Er sieht auch gut aus. Let's just keep this nice and informal, shall we? See, I'm a simple, easygoing fella. I try to be affable good cop, and not go cop. Too hard on people. That's what I find works the best. Now, my partner over here, he's a different kind of guy. A real stickler for the rules. Ain't that right, Burke? See, I'm not too good with long, complicated answers. I confuse easily. Some kind of brain problem, I don't know. So sometimes I gotta consult him, you know? In complicated matters. He's got a real talent for helping suspects simplify their statements. Thing is, he's not much of a people person, so most people seem to prefer dealing with me. So tell you what, I give you some simple questions, you feed me some simple answers, and we're all home before Donahue. How's that sound? Now, do you mind telling me what this is? Take your time. Kann ich irgendwas auswählen? I should think carefully about the next words I say to him. The cop didn't introduce himself, but I can just barely make out the name of his badge. It says Mr. Berkowski. Time travel device. Drück. Jawohl. Whoa. Where did the lights go? Hello? Was I just knocked out? I feel weird, like I was just folded flat and inflated again. Hello? Is it me you're looking for? Oh, ich kann was machen. Hey, geil. So, door. Oh man, that's bright. Sieht ein bisschen anders aus hier. Ich bin jetzt, wo bin ich denn jetzt? Ich bin auf der... Man! Evidence Room, it's locked. Erstmal ins Basement gehen? Where did they take me? Ja, das sieht nicht wie eine Police Station aus. Oh. Ups. Es gab wohl irgendwie sowas wie eine Apokalypse und ich bin total ein Fan von postapokalyptischen Sachen. So you don't have a clue what just happened and now there is a dead body hanging from the ceiling. Hanging man.
Ja, nimm den Key. Ja, zack. Perfekt. Ist das eine große Zigarette? Hammer, okay. Kann ich den hier benutzen? Nee, ich will auch den... Hammer. Hammer. Okay. Achso, Hammer doesn't have a claw. It's locked. Vielleicht können wir den damit öffnen. Okay. Passt nicht? It doesn't fit. Okay. Gehen wir mal runter. Ah, three steps. The first two are fine. The third seems to be someone nowhere in the basement. Okay, dann können wir nur nach oben. Haben wir einen Haufen Lockers? Das sieht doch aus wie Abraham Lincoln. Far out. Ups. Habe ich jetzt aber auch nur so. Ja, ich wollte es halt mal probieren. Ah, hier hat sich der Tote erhängt an dieser Türklinke. It's a rope the guy downstairs hanging from and trying the door in place. Ja, Hammer geht wohl nicht, ne? I need to cut the rope somehow. Claro. Okay, okay, just this might be totally for her, but what if that time travel guy was right? She took me out there, the future. I mean, think about it, Joe. What are the possibility explanations could be there? You're not dreaming, that's for damn sure. Her head hurts too much. Oh, goddamn. It's big, gaping. Yeah. Hier ist noch eine Tür. Da muss aber der Schlüssel dann passen. Der Handle ist broken off. Da kann ich ja bestimmt den Hammer als nehmen. Was? Komm schon. Use the hammer. Ach komm. Habe ich irgendwas zum Schneiden? Kann ich nicht meinen Schlüssel nehmen, um das Seil zu zerschneiden? Nee, okay. Irgendein Locker offen. Ist noch ein komisches Bild. It's wired up. Good thing these pictures have labels or I would never have guessed. Okay. Ich kenne eigentlich auch nur den Film davon. Hängt hier noch irgendwas? Warte mal, hier. Nee, das ist das Picture. Hängt hier noch irgendwas? Da ist ein kleines Fenster. Locked safe. Hier oben nichts. Tight door. Door is tight in place. Ja, ich habe irgendwas übersehen. Ich habe irgendwas übersehen. Das hat nicht geklappt. Ah. It's not a sledgehammer. Yo, aber ey, vielleicht kann ich ja so einen Knochen nehmen. Nee. Ups, Entschuldigung. Jo, 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 ich habe jetzt keine Ahnung. Ja, ist ja gut, ich probiere eben alles. Das hier erst wieder aufladen mit Sonnenlicht, so weil ich das verstanden habe. Es gibt ja auch noch diese beiden Etagen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Gibt es hier noch irgendwo Hinweise? Ein Code? Rope. Da, ja, ist gut.
Door is tied in place. And was habe ich da übersehen? Picture. Mr. President, also war es doch Abraham Lincoln. Nein, ich hänge fest. Ach nee, da ging es ja noch runter. Ah ja, verdammt. Hier ging es noch nicht runter. Da ging es auch nicht rein. Ist alles lockt natürlich. Zack. Oh, ich bin so blöd. Oh, ich bin so blöd. Entschuldigung. Wer ist das? Edgar Hoover. Der Edgar Staubsauger. Ein Schwert. Oh. Jetzt ist der Schlüssel aber weg. Scheiße. Ich dachte, ich könnte das Schwert jetzt holen. Eine Leiche. Oh, der Bukowski, der hat mich doch vorhin, oder wollte mich doch verhören. Das war auch der Typ. Ups, hallo. Jetzt eine ID-Card. Wo kommen wir denn da dann rein? So, also hier ist nochmal... Kann ich das vielleicht mit dem Hammer aufschlagen? Bestimmt nicht. It's a rusty old padlock. Vielleicht? Oh, come on. Nochmal. Nochmal, du schaffst das. Der Hammer ist ja voll nutzlos. Da oben ist ein Gewehr. Okay. Ich würde es mir mitnehmen, einfach nur so. Boxed Evidence. Also, hier sind die überall Beweisstücke. Evidence locker. Ich habe eine ID-Card. Nichts mehr. Nee, da ist nix. Das Schwert brauche ich unbedingt. Ich will es haben. Komm, nochmal probieren. Irk. Come on. This is really stupid. Da hat er recht. The best tool for the job. Ist hier noch irgendwas anderes? Franz Berkowski. Every fiber of me being is telling me not too much. Scheiße. Ich springe halt einfach runter. Kann ich vielleicht irgendeine Tür damit aufmachen? Was? Okay. 3956, das ist bestimmt der Code für, jawohl, 3956 ist es. Ist das Öl? Okay. It was pins, circles and notes that look like they were written in a hurry. Kann das sein, dass hier irgendeine Seuche ausgebrochen ist? Oh, wir sind in Quarantäne. Geil. Ich vermute mal auf eine Seuche oder
So was, they the rust door locked, okay. Photographs, they are a bit smelly for some reason. Okay. Oh, and fish. Oh. Some kind of fish carp, I think. 3956, dann gehen wir noch gleich mal hoch zum Locker. Ne, zu dem Safe meine ich. Und vielleicht müssen wir das ja so machen. Tada! Was? Komm, verarsch mich doch mal nicht, ey. Ja, okay, ist ja gut. Hatten wir noch eine verschlossene Tür? Also die ist offen, der Typ ist tot und wir können dir wohl nichts machen. Vielleicht die Schrauben aufdrehen? Ja, ich weiß, ich probiere einfach alles aus. Ich habe eine Idee. Na klar. So, ganz einfach natürlich. Und wehe, der kriegt das nicht hin. Oh, du bist so blöd, ey. So. Und so. Wow. Na Gott sei Dank. Ein Schwert. It's a katana. I've always wanted one of these, but somehow I don't feel it. Ist ja zu schnell. So, jetzt hoch. Oder genau, nochmal hoch. Und Kasing. Hiya! Genau. Gordy not. What do we have here? Noch eine Leiche? I'm not sure I get used to this. Okay, haben wir hier irgendwelche Dokumente. There's a duty roster, it seems a lot of officers were homesick that day. Alles klar. Also doch eine Krankheit, Bookcase. Was gibt's jetzt hier? Might be able to get out that way, okay. Also, da ist ein großer Baum. Aber was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier... Ah! Whoa! I should be a little more careful. I almost caught myself there. Endlich konnte ich einen Hammer mal benutzen. Where'd he go? What's the feeling man right now? I need something to hold on to besides the sun. Oh, ich dachte, man kann es aufladen. The branch. Können wir das Seil benutzen, eventuell? Und sehr abgeschnitten. So, nehmen wir das doch mal. This should come in handy. So, erst the floor. Second floor. Und Seil drauf. Ja, perfekt.
Chapter 3, The Machine. Und hier verabschiede ich mich nun von euch. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde es ganz interessant. Ich finde den Stil auch ganz lustig. Und ja, wie gesagt, so postapokalyptische Sachen. Damit kann man mich ohnehin immer locken. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.